30 Teams kämpfen in der ausgeglichensten NBA aller Zeiten um den Titel und die Nachfolgerschaft der Toronto Raptors. Wir werfen heute einen Blick auf die Eastern Conference. Sportspedia, the Sports Betting Community. Ja, yeah, Chris Custodian, wir sind heiß auf die neue NBA-Saison. Bald geht's los und wir fangen an mit dem Osten. Ganz genau und mega motiviert bin ich auch auf die Saison. Du hast es gerade schon gesagt, so viele starke Teams, die um den Titel kämpfen. Schauen wir nochmal ganz kurz von der letzten Saison die Toronto Raptors an. Mit ihrem Superstar Kawhi Leonard hier bei seinem Game-Winning-Shot gegen die Philadelphia 76ers. Zwei Zehntel vor Ende ist das Ding nochmal ein, zwei Mal auf den Ring gebounced. Ich glaube nicht, dass der reingeht. Und die 76ers wurden ausgeschaltet. Der Rest ist Geschichte. Danach gewinnen die Raptors gegen die Bucks und im Finale dann gegen die Golden State Warriors. Kawhi Leonard im Westen, also den schauen wir uns nicht an. Wir konzentrieren uns in dem Video jetzt auf die Eastern Conference. Und da stellt sich die erste Frage, wenn man sich alle Teams anschaut, wie schlecht kann der Osten sein? Oder ist er einfach noch schwächer als in den letzten Jahren? Ich glaube, letztes Jahr gab es wirklich drei, vier Teams, die zumindest mit dem Westen haben mithalten können oder auch generell Titelchancen gehabt haben. Diese Saison reduziert sich das auf zwei Mannschaften für mich, die 76ers und die Milwaukee Bucks und vielleicht noch die Boston Celtics, wenn da alles gut läuft. Aber für mich in erster Linie die 76ers und Bucks Titelcontender. Mhm. Als Überraschungsteam die Celtics, warum? Ganz einfach. Die haben letztes Jahr ihre Erwartungen komplett nicht erfüllt, waren ja schon sowas wie Meisterschaftskandidat Nummer 1 nach den Warriors. Junges Team, starke Führungsspieler. Dieser Führungsspieler ist jetzt mittlerweile weg. Du wirst uns gleich verraten, wo er unterschrieben hat. Dafür haben die Celtics sich Kemba Walker verpflichtet. Dazu kommen wir aber auch in den nächsten Slides nochmal mehr. Hier unten haben wir die Brooklyn Nets, die Toronto Raptors, die sind deutlich unter denen. Die Indiana Pacers und wenn wir mal nach rechts schauen, da sind wirklich die schwächsten Teams in der Liga. Wizards, Bulls, Cavaliers, Knicks und die allerschlechtesten, die Hornets. Weiß nicht, wie die Spiele gewinnen wollen, aber dazu dann gleich auch mehr. Mhm. Kann dir genau sagen, auch wo der von dir angesprochene Kyrie Irving hingewechselt ist, nicht weit von dem Logo entfernt, hier runter nach Brooklyn. Wie auch einer der größten in der NBA aus dem Westen mit Kevin Durant, der allerdings verletzt ist und nicht spielen wird, hast du gesagt. Genau, hat sich ja die Achillessehne gerissen in seinem Comeback-Versuch in den Finals und hat dann nicht ganz unerwarteterweise nicht mehr bei den Warriors verlängert, sondern ist vielleicht überraschenderweise nach New York, aber nicht zu den Knicks, sondern zu den Brooklyn Nets und zusammen mit Kyrie Irving dazu ein junges Team mit LaVert, mit Dinwiddie, mit dem Kollegen DeAndre Jordan, der dann runterschrieben hat, Harris, der Dreier-Contest letztes Jahr gewonnen hat, eine schlagkräftige Truppe. Allerdings ohne Durant werden sie nicht um den Titel mitspielen und der hat eigentlich schon gesagt, dass er das komplette Jahr aussetzen wird. Macht, glaube ich, auch Sinn. Hat für mehrere Jahre unterschrieben und nach einem Achillessehnenriss magst du nicht so schnell zurückkommen. Wir schauen uns aber die Top-Teams an. Zum einen den letztjährigen Eastern Conference-Gewinner der Regular Season, die Milwaukee Bucks, mit ihrem MVP Giannis Antetokounmpo, habe ich jetzt hoffentlich sogar richtig gesagt. Die haben leider einen Abgang mit Brogdon, wirklich guter Spieler, der zu den Pacers gewechselt ist. Dafür haben sie sich in der Breite ein bisschen verstärkt, unter anderem Wesley Matthews, aber auch Kyle Korver, Ersan Ilyasova kommt weiterhin von der Bank und die gestandenen Spieler Middleton, auch All-Star wurde verlängert, Brook Lopez und Eric Bledsoe, alle weiter dabei. Das Team ist etwas tiefer geworden und im Kern zusammengeblieben, deshalb auch Top-Favorit im Osten. Hinzu kommt, dass Antetokounmpo genau weiß, woran er noch arbeiten muss, damit er den nächsten Schritt macht. Und das ist ein Distanzwurf, vor allem der Dreier. Mhm. Schauen wir mal zu dem Team nach rechts, die Boston Celtics. Hier auch junge Spieler, Abgang von Kyrie Irving wurde sehr gut kompensiert in meinen Augen. Kemba Walker passt irgendwie besser zu dem Teamgefüge. Aber damit dieses Team wirklich einen Shot auf den Ostgewinn oder generell auf den Titel hat, muss
Gordon Hayward genauso spielen wie zu seiner Utah Jazz-Zeit. Hat er ja letztes Jahr mehr oder weniger ein schwaches Comeback gegeben nach seinem heftigen Knöchelbruch und was er da sich nicht alles gerissen und gebrochen hat. Und Jason Tatum, der nach seiner bockstarken Rookie-Saison letztes Jahr so ein bisschen stagniert ist, auf gutem Niveau, muss auch den nächsten Schritt machen, damit dieses Team eine Chance hat. Als neuen Center, als neuen Starting-Center verpflichtet Enes Kanter, der Türke, der, glaube ich, nicht mehr die türkische Staatsbürgerschaft hat, weil er ja nicht so der Erdogan-Fan ist und Erdogan auch nicht von ihm, aber politische Themen beiseite, ist jetzt auf jeden Fall Starting-Center bei den Celtics. Das andere dritte Top-Team, die Philadelphia 76ers, wie vorhin gerade gesagt, durch einen Buzzerbeater in Spiel 7 rausgefallen, Embiid und wie sie nicht alle hießen oder heißen, haben danach geweint. Zu Recht. Sehr tragische peinlich. Situation. Jimmy Butler ist nicht mehr da. Der hat auch die Seiten gewechselt. Radek, weißt du wohin? Fangfrage? Ja, ich habe schon mal gehört. Ich bin ja auch kein Basketball-Experte. Ich bin hier eher mehr so für die Optik heute da. Aber du hast es gehört und wenn ich es dir sage, die Miami Heat. Na, hätte ich nicht gewusst. Nee. Dafür auch JJ Redick ist nicht mehr da, der Dreierschütze der 76ers. Das heißt, das wird Philly auf jeden Fall wehtun. Aber das heißt, dass Embiid 20 Kilo oder 20 Pfund abgespeckt hat, fitter in die Saison geht, mehr auf die Ernährung achtet, mindestens 70 Spiele spielen möchte, eventuell bei Back-to-Back-Spielen dabei sein wird. Also der wird motiviert. Dazu Ben Simmons, Mega-Vertrag unterschrieben mit 150 Millionen. Vielleicht schafft er irgendwie noch ein bisschen einen Wurf sich anzueignen. Dann ist dieses Two-Man-Gespann schon unglaublich stark. Aber jetzt kommt auch noch Veteran Leadership mit Al Horford. Tobias Harris, letztes Jahr schon gut. Dem geben wir mehr Spielanteile, weil Butler fehlt. Das heißt, den halte ich auch für wirklich stark. Und dann haben wir noch den Richardson, der in einem Sign-and-Trade-Deal gegen Butler von Miami gekommen ist. Unglaublich starke Truppe. Das sind die Top 3 Teams. Mhm. Und was geht dahinter so? Oladipo hatte auch eine schwere Verletzung hinter sich. Kann er wieder voll da anknüpfen, wo er vor 1,5 Jahren war? Oder? Das hoffen wir alle. Wenn der Oladipo nach seiner Verletzung wieder zurückkommt, man geht davon aus, dass es so im frühen Januar sein wird, also irgendwie nach Weihnachten steht er quasi auf der Wunschliste der Pacers. Und wenn er wieder fit zurückkommt, dann kann dieses Team auch schon für Furore sorgen. Sie haben sich clever verstärkt, leider Bogdanovic verloren, aber dafür Malcolm Brogdon geholt vom direkten Konkurrenten, den Milwaukee Bucks. Jeremy Lamb ist mit dabei. TJ Warren von den Phoenix Suns wird auch mehr Scoring bringen. Miles Turner, gut in der Saison gespielt. Sabonis wird wahrscheinlich als Starting Power Forward auflaufen. Und wie gesagt, wenn Oladipo zurückkommt, dann trauen wir diesem Team schon ein Conference Final oder mindestens Semifinal zu. Wenn nicht, dann wird es schwierig, denn es gibt in diesem Mittelfeld, also von 4 bis 10, 11, wirklich einige Teams. Man muss ganz kurz die Toronto Raptors erwähnen als Meister. Den besten Spieler der Liga verloren. Aber sie sind ja nicht mehr böse, weil er hat die Meisterschaft gebracht und er wollte halt einfach nach Hause, nach Kalifornien, der Kawhi, und hat auch ein Mega-Team bei den Clippers, aber dazu im Western-Conference-Video mehr. Jetzt hier ist hier die Frage, wie motiviert sind die Raptors nach dem Titel? Also ein, zwei Videos gesehen, da sah zum Beispiel Fred Van Vliet ein bisschen, ich sag's jetzt mal, fett aus, also nicht so, als hätte er wirklich trainiert in der Offseason. Marc Gasol, was hat denn der erreicht, was nur 5 oder 6 andere Spieler in der NBA bisher erreicht haben? Der ist Weltmeister geworden. Ganz genau. Hast du mir natürlich eingeflüstert, ja. Gleichzeitig in dem Jahr... Glaubt man gar nicht, gell? Dass es so wenig gibt, die da Weltmeister geworden sind? Gleichzeitig Weltmeister und NBA-Champ im gleichen Kalenderjahr. Ja. Trotzdem glaubt man gar nicht, dass die Raptors so wenig Spanier haben. Ja, eben. Serge Ibaka hat aber, glaube ich, gar nicht gespielt. Hat er auch einen spanischen Pass. Auch noch bei den Raptors. Also da hängt viel davon ab, wie motiviert die Leaders sind und vor allem auch Pascal Siakam, ob der Franchise-Spieler werden kann im Hintergrund neben Lowry und Gasol. Brooklyn,
Bin ich gespannt, wie dieses Team performen wird, wenn die Best Buddies Irving und Durant auf dem Feld sind. Es ist tragisch, dass Durant dieses Jahr nicht spielen kann, aber vielleicht hilft es auch den jungen Netzspielern aus der derzeitigen zweiten Reihe, sich weiterzuentwickeln, mehr Spielanteile zu haben und dann, wenn Durant im Jahr darauf kommt, wirklich anzugreifen, dann sind die auf jeden Fall auf 2, 3 Jahre aus meiner Sicht Titelfavorit Nummer 1 und Durant, DeAndre Jordan ist ja auch kein Schwächer. Und dann haben wir noch Derrick Rose, der ja in der vergangenen Saison, das ist selbst mir ans Herz gegangen als Nicht-Basketball-Fan, dass der nach so ewig vielen Verletzungen dann plötzlich wieder zu alter Stärke anknüpfen konnte und dann ja auch nach einem Spiel sogar auch geweint hat und einfach so viel Druck von ihm gefallen ist und auch er einfach glücklich war, dass er wieder einfach Basketball spielen konnte. Und jetzt geht er zu den Pistons. Genau, wo er natürlich mehr Spielanteile bekommt. Ich bin ein bisschen gerade verlegen, wenn du mich die ganze Zeit in der Großaufnahme hast. Vielleicht können wir mal uns auf Augenhöhe wieder präsentieren. Aber er hat natürlich geweint, als er seine 50-Punkte-Performance geliefert hat, dass er es noch kann. Und als Starter hat er auch wirklich starke Zahlen in Minnesota aufgelegt. Das heißt, bei den Timberwolves. Und mal schauen, bei den Pistons, das Team ist gar nicht mal so unattraktiv. Da ist jetzt Joey Johnson wahrscheinlich wieder dabei, da ist Blake Griffin, Andrew Drummond und wenn der Rose ein gutes Jahr hat, dann ist da auf jeden Fall Playoff drin und das will, glaube ich, jeder Basketballfan sehen, dass der ehemalige MVP, einer der, ich glaube sogar der jüngste MVP aller Zeiten, Derrick Rose, nochmal so ein bisschen zu seiner Fame-Zeit zurückkommt. Mhm. Und dann kommen wir auch schon zu den Lines, die du gesetzt hast oder die Buchmacher setzen und die du analysiert hast. Was Sinn macht, schaffen die mehr Siege oder weniger Siege, als diese Line eben sagt? Wir haben die Bucks hier mit einer sehr hohen Messlatte von 60 Siegen in der letzten Saison. Die Line dieses Jahr ist bei 57,5 und du sagst, die schaffen es trotzdem drüber oder sie schaffen auf jeden Fall die Playoffs? Also genau, die Sterne sind mal die Playoff-Predictions. Wir haben es ja hier sortiert nach den Winning Lines, also die Milwaukee Bucks bekommen die höchste Winning Line. Wenn man mal in den Tabellenkeller schaut, das sind ja wahnsinnig viele Teams, die unter 40 Siege haben. Wenn wir dann das Western Conference Video anschauen oder machen, dann werden wir sehen, da ist so gut wie gar keins dabei. Also Bulls, Wizards, Knicks, Cavaliers, Hornets haben zu Recht so unglaublich niedrige Winning Lines. Keine Ahnung, wie die erreichen sollen, aber das sind halt auf 82 Spiele so viele Möglichkeiten, dass man da auch mal gewinnt. Deshalb würde ich mich da zu keiner Prediction hinreißen lassen. Hinzu kommt ja mit dem neuen System, dass, dass bei allen Lottery-Teams die Wahrscheinlichkeiten auf den First-Round-Pick nicht mehr so hoch gegeben ist, sondern viel mehr Zufall dabei ist, dass das Tanken, also das absichtliche Verlieren, nicht mehr ganz so heftig belohnt wird. Also das heißt, es macht keinen Sinn von einem der Teams da, dass sie jetzt sagen, wir verlieren ständig absichtlich. Also die werden auch unabsichtlich viel verlieren. Und erst bei den Chicago Bulls, die ein junges Team haben mit ein bisschen Potenzial, sehe ich schon die Möglichkeit, dass man, wenn man so Langzeitwetten mag, mal unter 31,5 Siege gehen kann. Deshalb ist es auch gelb markiert. Bei den Hawks auch sehr, sehr junges Team, im Kern zusammengeblieben, ein bisschen verstärkt und nochmal einen neuen Rookie dazu bekommen. Die sehe ich genauso wie die Pistons ein paar Siege über den Lines, also mehr als 33,5 bzw. 36,5. Die Magic werden sich schwer tun, im Kern gleich geblieben. Vucevic, deren Starspieler verlängert, aber 40 Siege sehe ich da nicht drin und die fallen für mich auch aus den Playoffs raus, deshalb Derrick Rose mit seinen Pistons rein, genauso wie die Heat, die ein grundsolides Team haben und wenn die es schaffen, über Trades sich vielleicht noch zu verstärken, dann geht es auch noch ein bisschen nach oben, aber mit Jimmy Butler, Goran Dragic sollte das eigentlich für die Playoffs reichen und die Nets, gerade eben schon gesagt, man darf das nicht unterschätzen. Die waren das aufstrebende Team im letzten Jahr und haben immer noch Joey Harris, Caris LeVert, Torian Prince, hier den Kuric, ist jetzt nicht der allerbeste, aber auch auf den großen Positionen Allen und Jordan und dann eben Dinwiddie, Irving auf der Guard-Position. Also das
das passt schon. Die Pacers, 46,5 Siege, glaube ich nicht, dass sie das erreichen werden, denn wenn du mal überlegst, dass die jetzt mindestens 2 Monate ohne Oladipo auskommen müssen, plus im letzten Jahr zwar auch relativ lange ohne ihn gespielt haben, aber auch nur 48 Siege erreicht haben, weiß nicht, ob die 47 schaffen werden. Raptors hingegen mit ihrer Eingespieltheit glaube ich schon, dass die nicht gegen die ganzen schwachen Teams da hinten verlieren und dann easy auf ihre 47 kommen dürften. Und Boston muss man schauen, wie schnell dieses Team fruchtet. Viele Celtics haben ja bei dem in Anführungsstrichen Dream Team der USA bei der diesjährigen Weltmeisterschaft gespielt. So schlecht wie dieses Jahr ist die USA noch nie geworden bei der Weltmeisterschaft. Müsste jetzt schwindeln, wenn ich wüsste, welcher Platz, irgendwas zwischen 5 und 8. Und bei den 76ers, die ich sehr, sehr favorisiere, glaube ich einfach, dass die zu oft Embiid schonen werden und auch gegen schwächere Teams öfter verlieren. So, um jetzt mal hier zu Bayern München zurückgekommen, so ein Hoffenheim raushauen, aber ziemlich oft. Mhm. Die Bucks trotz der hohen Line von 57 traust ihnen zu, dass sie da noch mehr drüber gehen und auf jeden Fall natürlich in die Playoffs kommen, aber da wären natürlich auch die Quoten interessant. Da wird es wahrscheinlich nicht viel Geld geben für eine Playoff-Teilnahme der Bucks. 1,01 oder so. Also die Bucks, ich glaube einfach, dass die 58 Siege deshalb erreicht werden, weil es ein eingespieltes Team ist, weil Antetokounmpo jung ist, der will sich weiter verbessern, der ist jetzt nicht so einer, der sich selber schonen will. Und selbst wenn er mal auf die Bank kommt, haben die ihn tief genug, ist das Team tief genug, um das zu kompensieren, gerade gegen die schwächeren Gegner. Also die werden schon Erster werden, glaube ich, in der Saison. Und dann hast du hier deine Top 8. Natürlich war ja irgendwo auch für einen Laien rauszuhören, dass du die Bucks irgendwie ganz gut findest. Die Celtics dahinter und dann erst die 76ers mit Embiid und Simmons und die Nets auf Platz 4. Kannst du dazu noch was sagen, zu deinem Ranking? Genau, wie gerade gesagt, ich glaube, dass 76ers mehr auf Load Management gehen werden, also ihre Spieler mehr schonen, um bei den Playoffs fit zu sein. Boston glaube ich einfach, dass ein besseres Regular Season Team hat. Ich glaube nicht, dass die ein Playoff Team haben, aber das Bessere für die Regular Season, weil viele Spieler. Die Nets sind jung, wild und der Rest des Ostens einfach zu schwach, die Durant-Verletzung auszunutzen. Pacers, Raptors, Heat, alle so im gleichen Dreh und die Pistons als schwächster Achter kommen noch irgendwie in die Playoffs und Rose holt dann nochmal einen Playoff-Sieg und dann kann er wieder weinen. Aha. Wo hättest du die Raptors letztes Jahr eingeordnet? Erster? Vor der Saison? Wow! Erster oder zweiter? Okay. Also in der Erster oder Zweiter? Da müsste ich nochmal unser Video anschauen. Auch wegen Lennart? Oder war da zu sehen, dass er so eine starke Saison spielt? Ja, definitiv. Also die Frage war eher, wie viele Spiele wird er machen? Und der ist einfach scheiß gut. Das vergessen viele, weil er nicht so lautstark ist oder nicht so medienaffin und vor allem bei den San Antonio Spurs gespielt hat, wo alles, hey, wir sind ein Team und mehr europäischen Basketballstil, Ball hin und her passen, aber der Typ ist ein lebendiger Roboter. Mhm. Und besteht die Möglichkeit, dass Derrick Rose ähnlich krass seine Pistons anschiebt, wie es Lennart bei Toronto gemacht hat, oder ist da die Mannschaft der Pistons ein wenig zu schwach? Aber da gab es ja auch den Fall der Cleveland Cavaliers, die mit James einfach ein Meisterschaftsteam waren und ohne James, wir haben es gesehen, haben sie letzte Saison hier gerade mal 19 Siege gehabt. Also da sieht man schon, was beim Basketball 20% rein nominell ein Spieler ausmacht und ein guter Spieler halt dann vielleicht sogar 50 oder noch mehr Prozent. Ja, man darf aber nicht vergessen, dass die Toronto Raptors im Jahr vor Lennart schon Erster gewesen sind. Mhm. Die hatten kein Playoff-Team, die haben eigentlich immer gegen LeBron James dann richtig verkackt, und weil einfach da kleinere Rotationen, das heißt, der Riesenvorteil, den die Raptors vor 2 Jahren hatten, dass sie so 12, 13 wirklich starke Leute haben, dass sie eine super zweite Unit hatten, die fehlt ein bisschen in den Playoffs, weil halt die Top-Teams ihre Rotation auf 7, 8 Spieler zusammenschrumpfen, so Fireball-Style, wenn du dir vorstellst, bei unseren Mädels da.
Und deshalb denke ich, dass Boston auch Zweiter wird. Die haben eine gute Regular-Season-Mannschaft, aber sind dann, wenn da nichts mehr passiert, zu leicht auszurechnen. Okay, dann sind wir durch mit dem Osten. Embiid und Co. Wir freuen uns darauf. Sehr viele Insights von dir und wir freuen uns auch dann, wenn wieder getippt wird hier in der NBA. Werfen wir noch einen Blick auf die Quoten, oder? Ja, sehr, sehr gerne. Und zwar, es hat einen Grund, warum Joel Embiid unser letztes Bildchen ist. Hier sind die Quoten, wer die Eastern Conference gewinnt. Und ich meine damit jetzt nicht die Regular Season, sondern den Playoffs. Und das ist für mich 76ers, die werden den Osten gewinnen, weil ich das einfach glaube. Gut. Die Quote von 3,3. ich lehne mich ein bisschen mehr aus dem Fenster. Ich sag, die Bucks machen das. Nee, keine Ahnung. Also ich traue dir dann natürlich, wenn du sagst, Embiid ist schwer zu besiegen, dann... Ja. Aber man sieht ja schon bei den Quoten, dass es einfach unglaublich einseitig ist. Hm. Selbst die Boston Celtics, die immer noch ein Top-Team haben, eine Achterquote und der Rest ferner liefen. Also da wird das alles im Westen unglaublich enger beieinander sein. In einem guten Monat geht's los. Wir würden uns freuen, wenn ihr Kommentare postet, auf welche Teams im Osten seid ihr am meisten gespannt, was sind eure Top und Flops, wer sind die Off-Season-Gewinner, Verlierer und wer wird da richtig erfolgreich reinstarten und wann kommt Oladipo zurück? Da freue ich mich ja wirklich irgendwie am meisten. Falls ihr das wisst, postet es in die Kommentare. Ansonsten Abo und Daumen für mehr NBA-Videos. Thank you, Chris Custodian. Danke, Radek. Thank you.